Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black, und ich nehme erstmal die versperrte Spielrüstung mit. Und hier hinten haben wir einiges, was wir plündern können. Hoffe ich mal. Das gucken wir uns jetzt so nach und nach durch. Ja, das liegt draußen. Aber kein Problem, die Dielen sind breit genug, die Löcher in der Wand. Da kommen wir durch. So. Dieses, Freikämpferlager haben wir ja geräumt. Da durfte nicht mehr viel sein. Beziehungsweise irgendwas Rotes wird da noch angezeigt. Aber hey, was soll's. Kampfmagier-Kapuze. Hochwertig. Schön. Gefällt mir. Können wir uns vielleicht bei Gelegenheit mal neu ausstatten. Obwohl das Zeug hier dürfte alles vergleichsweise niedrig sein. Kann durchaus sein, dass wir davon nichts gebrauchen können. Aber wir haben hier was zum Lesen. Das können wir gebrauchen. Sehr Augustes Nachricht. Sehr Auguste. Okay. Lass mich hier durch. Danke. Danke, Anke. Tür öffnen. Nein, nein. Das ist nur ein Weg nach draußen, ne? Ja. Ah, hier haben wir was. Aha, nochmal der Augustes Nachricht. Daran erinnern, bla bla bla. Ja, wie gesagt. Das alles zu lesen, wir würden ewig mit dem Spiel... Ich würde 3 Jahre für das Spiel brauchen, wenn ich alles lesen wollte. Das wird natürlich schwierig. Ist das ein Klo? Lass mich mal ins Klo, ich muss mal. Geht gerade nicht. Schade. Ich hatte gehofft. Ich hoffte, es würde gehen. So, hier hinten. Ah. Getränke von Thedas aktualisiert. Gefundene Flaschen von 18 von 29. Na, das ist doch schon mal was. Türe auf. Ah, okay. Türe auf. Plündern. Gold, Goldohrringe. War das eigentlich das Getränk, was wir die ganze Zeit gesucht hatten? Das kann natürlich sein. Hier ist noch eine offene, geschlossene Tür. Nicht mehr lang. Draußen wird das sein. Hier drin ist nichts. Ah, alles Holzbaracken hier. Ah, ich glaube, das war der Weg, wo wir rein sind. Insofern dürfte das Ding geplündert sein, was da hinten war. Ich gehe sicherheitshalber nochmal ein Stück zurück. Okay. Sieht nicht so aus, dass da noch was ist. Sehr schön. Dann hätten wir den hier auch erledigt. Ich gucke mich noch ein bisschen weiter um. Ob hier noch ein paar Leute sind. Ja, was zum Plündern haben wir auf jeden Fall. Einfach nur, damit ich auch alles geräumt habe. Freikämpferbefehle. Haben wir so einige jetzt. Da waren wir wohl drin. Das war die Tür, obwohl... Kann ja auch sein, dass die da rauskamen. Das ist ein schönes Bild. Das würde ich gerne mitnehmen. Das ist meins. So. Das lasse ich dann später abholen. Was ist das denn? Ach so, Holz. Das wird das Blut sein auf der anderen Seite. Na gut. Kümmern wir uns wieder um unser eigentliches Ziel. Wir wollten in diese komische Kirche oder was das ist. Oder dieses Empries da rein. Da. Sag bloß, das war das. Ernsthaft? Das war das Teil, wo ich rein wollte? Nee, hier unten ist das Teil, wo ich rein wollte. Siehst du? Ich wollte, da wusste es doch. Da war doch was. Da war doch was. Okay, wir gehen wieder in Richtung des Reinwollenden. Und so. Kommen wir hier vielleicht lang? Mal schauen. Die Richtung stimmt auf jeden Fall so halbwegs. Ein Blutstein in der Wand. Naja, natürlich nehmen wir den mit. Sonst haben wir ja nichts. Okay, da hinten biegt die Richtung schon wieder ab. Aber das muss ja nichts heißen. Nicht direkt. Da ist noch was. Dankeschön. Hier ist gar nichts. Ja, hier muss ich wahrscheinlich irgendwas einsetzen oder so. Auf jeden Fall ist das noch ein offenes Geheimnis oder es ist eventuell die Kammer, die wir öffnen müssen mit den Scherben oder mit den Okularien oder Astarien, besser gesagt. Andererseits sind hier ja gar keine. Wer weiß wohl schon. Na komm. Ich nehme mal wieder mein Hottehü. Komm her, mein Freund. Und hü. Geht dann doch etwas schneller. Boah, wie der Wind an uns vorbeizieht. Sah das schon immer so scheiße aus. So, okay. Oben sind wir. Jetzt muss ich mich orientieren.
Hier entlang. Da unten haben wir noch einen Riss. Machen wir vielleicht erst einmal den Riss und dann gehen wir hier entlang. So, so habe ich das beschlossen. Komme ich da überhaupt hin an den Riss? Bergsteigen. Ich hasse Bergsteigen. Bin grundsätzlich faul, ich steige nicht gerne. Entdeckt die Ecke! Yay! Ja! Knickknack. Ja, ich weiß, du bist auch keine Bergziege, das ist auch nichts für dich. Ah, so weit ist es ja gar nicht. Oh, was ist das denn für Viechen? Ein Bär. Ein dicker, fetter Bär. Oh oh. Lass mein Pferd in Ruhe, ich hau dich! Meine Fresse hier. Ja, genau. Hau Cassie. Großbär. Verdammt, der fällt nicht mal um. Ah, der hält aber auch wieder aus. Sowas. So, na komm, jetzt ist er aber drin hier. Mine zünden, Mine. Schlimm mit dem Ding. Naja, was willst du machen? Wir haben es ja fast geschafft. So. Das war der Großbär. Mal schauen, was er Großes mitbringt. Großbärenhaut. Yay. So, lieber Riss. Stufe 19 auch wieder, okay. Auf jeden Fall doch in unserem Kragenweide. So, okay. Mach mal den Riss, den Schrecken hinter uns. Bringt ja nichts, wenn wir hinter uns jemanden haben, der sich erschrecken lässt. Weg ist er. Au, da ist er. Mistvieh. Der ist platt. Noch einer, aber das sollte kein Problem sein. Dann können wir wahrscheinlich jetzt wieder mit Dämonen des Hochmuts, ich glaube, das waren die Großen, ne? Also mit einem Großen können wir jetzt wieder rechnen. Machen wir schnell das Teil hier weg. So. Na schön, haben wir auf jeden Fall noch mal. Da haben wir den Dämon des Hochmuts. Und, ja, einen Dämon, der keine Ahnung was. Ich hau das auf den hier. Der Artefakte meines Volkes. Ja, das machen wir dann gleich an. Versprochen. So, komm. Oh, jetzt kommt er. Lalalala. Okay, der ist weg. Der Hochmutsdemo noch. Oh, der haut mich. Nicht mich hauen. Na, das war doch mal eine Herausforderung. Okay. Schließen. Und da hinten ist das Artefakt. Noch was zu plündern. Was haben wir Feines? Ring der Konterhaltung und reine Feueressenz. Und hier? Ja, Lichtessenz. Naja, okay. Besser als nichts. So, Pyroid. Damit hier kein Riss mehr entstehen kann, aktivieren wir. Das sollte die Dämonen fernhalten. Das ist fein. So, okay. Hier ist noch ein Aster. Das machen wir später, komm. Weil wir nicht. Obwohl. Nee, doch. Komm. Jetzt gehe ich endlich hier hin. Ich will dieses Rotolyriumfeld da platt machen. Ich trinke mal was. Ich laufe in die verkehrte Richtung. Ich komme hier eh nicht hoch. Ach ja, so ist das. Hier liegt noch eine Mine von mir. Hm. Einsam und allein. So, den Riss haben wir auf jeden Fall geschlossen. Das ist ja schon mal was wert.
Ich mag diese Kletteraktionen nicht. Immer klettern. Ich mag nicht klettern. Klettern ist doof. Das muss man so sagen, wie es ist. Pasta. So, das war hier unten, wo es nicht weiter ging. Also gehen wir mal hier runter. Und hier rüber. Ich hoffe mal, dass ich jetzt wenigstens da hinten runterfallen kann, zu dem irrtümlichen roten Lyrium. Das wäre ja schon mal was. Das hatten wir schon in der letzten Folge entdeckt und ich komme da irgendwie nicht hin. Sowas. Briatons Aufstieg. Überall will man aufsteigen, aber das geht nicht. Irgendwie kommt man nirgendwo hier richtig hoch. Obsidian. Schön. Ist das eine Höhle, wo ich rein kann? Nein, ist keine. Also muss ich weiter rum. Ich hätte wahrscheinlich in die andere Richtung gehen sollen, als ich auf der einen Aufstiegsding. Oder warte mal, hier vielleicht? Hier vielleicht? Aha. Und hepp. Dass der nicht klettern kann, ist komisch. Ich könnte ruhig mal die Hände zur Hilfe nehmen, aber nein. Muss alles durchspringen gehen. So, okay. Ja gut, aufgestiegen bin ich, aber das nützt mir nichts, denke ich. Wow. Glaube ich zumindest. Ja, ich renne eh wieder weg. Ich bleibe mal kurz hier oben und gucken, ob ich da hinten irgendwie runterkomme. Und wenn nicht, kann ich mir vielleicht wenigstens mal einen Überblick verschaffen. Da. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Es sah vielversprechend aus. Ich komme hier nicht durch. Verdammt. Also weiter. Komm mal her, Pferdchen. Der stimmt noch. Also muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie rumkomme. In diese blöde Felsformation. Das war da, wo wir nicht weiterkamen. Lalalala. Ich will doch nur das Teil entdecken. Och, Menno. Ist ja aber auch nicht so was wie einen Eingang gibt. So, die Ecke wieder. Toll. In der Ecke waren wir ja schon. Und wenn ich das Teil jetzt nicht entdecken kann. Ja, ich bin schon wieder hier hinten. Manu! Ich will da nicht hier hinter. Aber da vorne ist es zu felsig, da komme ich nicht rum. Insofern muss ich ja wohl oder übel hier hinten lang. Aber ich glaube, hier hinten war ja auch nichts mehr, oder? Ja! Alter, Großbär schon wieder. Geh weg. Quietsch! Ja, da war das Teil und hier kam ich auch nicht weiter, weil das hier eine Sackgasse war. Toll, ich freue mich. So, wo sind wir? Dann gehe ich mal jetzt hier in die Richtung dieses Astariums. So. Hab jetzt keine Lust mehr. Geh weg, lass mich in Ruhe. Oh, verdammt. Boah, du bist wie hier. Ich komm schon Pferd schmeißen einfach. So, okay. Das hier oben drauf. Ja, ein bisschen Feuer fängt der kleine blöde Eisbär. Großbär. Kleine blöde Großbär. Klingt ja wieder mal. Voll typisch bleckig. So. Und hepp. Na komm, mein Freund. Ja, ich auch. Also nimm einen Trank, sind noch genug da. Und jetzt aber. Komm, du Mistvieh. Warum kämpft ihr nicht mehr mit? Habt ihr keine Lust mehr? Jetzt. Einer weniger. Okay, einer weniger. Es tut mir leid, Sarah. Was ist? Ich stamme aus einer Adelsfamilie, wurde seit meinem 6. Lebensjahr zur Sucherin ausgebildet und habe mit der Göttlichen verkehrt. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich für gewöhnliche Leute aussehen muss. Vermutlich wirke ich tatsächlich furchteinflößend. Ach was! Ihr seid schon in Ordnung. Nur spart euch diesen gewöhnliche Leute-Scheiß. Sonst könnte man noch meinen, ihr wärt ein Arschloch.
Ja, oder so. So, gut, das Astarium nehmen wir uns dann in der nächsten Folge vor. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.